bin weg, eure Sarah Glory. Ich wollte schon immer mal ein Unboxing-Video drehen. Und jetzt hat mir meine beste Freundin so ein fettes Paket zugeschickt. Ich zeig euch das mal. Ich schwöre euch bei Gott, ich habe es noch nicht aufgemacht. Es steht seit Tagen bei mir rum. Meine Neugier, ich platze fast vor Neugier. Und habe gesagt, ich packe es nicht aus, bis ich ein Video dazu gedreht habe. Das heißt, ihr seid in live und Farbe dabei, wenn ich dieses Paket heute auspacke. Wie gesagt, ich wollte schon immer ein Unboxing-Video drehen. Habe aber, weiß ich nicht, nie die Gelegenheit dazu gehabt, kam nie dazu und jetzt hat sie mir das Paket zugeschickt und ich habe zu ihr gesagt, meine Liebste, ich würde so gerne ein Unboxing mit dir drehen oder so ein Swap, aber leider hast du keinen YouTube-Kanal und wir kamen dann auf die Idee, dass ich das trotzdem direkt vor der Kamera machen kann. Sie hat natürlich auch ein schönes Paket von mir bekommen. An dieser Stelle, mein Schatz, ich grüße dich. Ich hoffe, du hast genauso viel Freude mit meinem Paket, wie ich hoffentlich auch mit deinem. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange mal direkt an auszupacken und bin genauso gespannt wie ihr, was da drin ist. Dafür habe ich mir natürlich schon ein riesen Messer parat gelegt. So, wo schneide ich denn am besten? Schon so aufgeregt. Wo schneide ich denn am besten ein? Mal so. Ich hoffe, ich mache da drin nichts kaputt. So. Solange ich mir keine Hand abhacke, ist das alles gut. Wie oft hat die das zugeklebt? So. Oh. Sachen mit einer Hand zu machen, ist nie so einfach. I'm so curious. God damn. Boah, ich krieg's nicht auf. Ja, wer stellt sich mal wieder an wie ein Trottel? Die Sally. So, ich hoffe mal, dass das so annähernd reicht. Oh mein Lord Jesus Christ, was ist da drin, Leute? Was ist das alles? Oh mein Gott! Ich raste voll aus. Oh, warte mal, die ist so süß. Ich heule gleich. Hey, mein Schatz, ich wünsche dir mit diesem Paket viel Spaß und hoffe, dass du dich darüber freust. Was ist das alles? Womit habe ich das verdient? Was ist das? Och nö. Ich heule gleich. Zum Wohlfühlen. Wie süß ist das bitte, Leute? Schaut euch das mal an. Wie süß ist diese Kerze? Das passt ja mal extrem zu meinem Schminktisch. Total vintage. Pearl Rose. Ich rieche es auch schon. Oh mein Gott, das ist so süß. Oh, ich stelle die Sache mal direkt immer hier hin. Es hört nämlich bestimmt, es wird sehr, sehr lange gehen. Dann mein Lieblingsduschgel, Frozen Breeze. An dieser Stelle sage ich nur, An dieser Stelle sage ich nur, zwei Schlaue, eine Idee. Das riecht so gut von Balea. Duschgel Frozen Breeze. Ist so der Hammer. Direkt heute mal damit duschen. Boah, das sind ja echt Sachen, die ich gebrauchen kann. Ha, Schokolade! Das ist ja nicht mehr normal, dieses Mädchen. An dieser Stelle merke ich wirklich, wir sind uns verdammt ähnlich. Boah. Dann eine Menge Desinfektionsmittel. Bin ich entweder, bin ich etwa eine Bazillenschleuder oder was? Krass, ne, geil. Das hatte ich mir gewünscht von ihr. Hammer. Dieses Zeug, Softasept, Lösung zur Anwendung auf der Haut, Ethanol, das killt jeden Virus auf der Haut, alle Bazillen, kann man nur gebrauchen. Hammer, mäßig. Dankeschön. So, dann, oh, oh mein Gott.
Hanuta und Knabber Esspapier. Das sind so meine Lieblinge. Ich liebe diese Schokolade plus die Kinder Buenos natürlich. Nichts mit Diät. Heute Abend wird schön genascht. Dann dazu der passende Kleber zu... Das ist nicht dein Ernst. Für einen schönen Wimpernschlag willst du mich verarschen? Alter, ich habe einfach mal... Wow! Alter, ich habe einfach mal Red Cherries bekommen. Ich liebe dich. Oh mein Gott. Kamera auch mal fokussieren, oder? So. Ich habe einfach mal Wimpern von der bekommen. Und dazu der passende Kleber. Ey, Schatzi, du bist der Oberhammer, ne? Duo. Durchsichtiger, transparenter Wimpernkleber. Das ist der beste Wimpernkleber überhaupt auf dem Markt. Ich liebe dich dafür, dass du mir den eingepackt hast. Oh, ich weiß gar nicht, wohin ich die Sachen alle hinstellen soll. Und so süße Zettelchen bei jeder Kleinigkeit, ne? So, ich will das gar nicht auspacken. So schön sieht das aus. Diese Frau ist der Hammer. Einmal bitte riechen und erraten, was für ein Dupe es ist. Rückseite ist die Auflösung. So. Einmal riechen und dann mal gucken, was für ein Dupe das ist. Ich bin so gespannt. Ich hoffe, ich errate es auch. Bin ich jetzt zu dumm oder? Oh, warte mal. Ich muss jetzt mal hier mehrmals riechen. Ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt sagen, entweder Bruno Banani oder mein Chanel. Aber bevor ich mich hier dämlich anstelle... Ja, Dior Hypnotic Poison. Schön erraten, Sally. Klasse! Es riecht auf jeden Fall mal mega, mega gut. Boah, du bist so der Hammer. Ich zeige euch das mal für die, die sich auch dafür interessieren und das kaufen wollen. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. So, hat sie dann auch fokussiert, die Kamera. Spirit of Cashmere Musk heißt das. So. Hammer, ey. So der Hammer. Ich mache mal richtig weg, bevor mir das alles hier kaputt geht. Boah. So Hammer. Ich freue mich gerade so mega. Ich hoffe, das kommt auch so rüber. Was ist das? Twist Up Lip Pencil Deep Cherry von Sleek. Oh my goodness. Oh mein Gott. Ich liebe diese dunklen Lip-Liner, Leute. Und die hat mir den einfach mal mit reingepackt. Oh, ich freue mich. Geil, ey. Passt sogar zu meinem Lippenstift. Dann habe ich hier zum alltäglichen Make-up mein Lieblings-Catrice Eyebrow Stylist Augenbrauenstift. Ich liebe diesen Stift und meiner ist schon fast alle. Und ich küsse deinen Arsch, dass du mir den mit eingepackt hast. Der Hammer, ehrlich. Ich, was ist das? Baked Highlighter von Revolution. Oh, ich habe einfach mal einen Highlighter bekommen. Leute, wartet mal. Ich muss das hier alles auspacken immer. Ich bin total schlimm. Direkt sehen, wie der schimmert. Alter Schwede. Der sieht weiß aus. Sobald man den aber auf die Haut macht, schimmert der goldig. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Das ist so Hammer, ey. Sie und ich, wir sind richtige Highlighter-Suchtis, ne? Sieht man vielleicht auch. Immer hier tonnenweise Highlighter. So, dann... Was ist das? Was ist das?
Zum Naschen. Boah, Leute, ich komme nicht klar, wie man so süß sein kann. Bitte, gebt euch das mal. Die hat mir einfach für meinen Schminktisch eine Naschbox fertig gemacht. Och Mann, wenn sie jetzt hier bei mir wäre, ich würde die so knutschen. Guckt mal, Leute, da sind einfach meine Lieblingskracker drin. Diese Cola-Kracher und diese bunten davon und Schokobons. Die hat sich so viel Mühe gegeben. Das ist so heftig. Boah. Oh mein Gott. Einer der besten Abschminktücher. Einer meiner Lieblings- oder meine Lieblingsabschminktücher. Ich liebe diese Abschminktücher und benutze die ungelogen schon seit meinem 12. Lebensjahr. Ich liebe sie. Die kriegen jeden Wisch aus dem Gesicht. Und Dankeschön. So. Geilomatico. Lass dich überraschen. Was ist das? Nein! Nein! Leute, das ist mein Lieblingsnagellack von Annie. Und der ist einfach alle. Bei mir ist der alle. Und der ist so dickflüssig geworden. Ich krieg da nichts mehr raus. Als ob sie meine Gedanken lesen kann. Den wollte ich mir vor ein paar Tagen noch kaufen. Die hat den einfach mit reingepackt. Ich komm nicht klar. Ich komme nicht klar. Das ist What Else, heißt der. Die Nummer 321 von Annie. Ich liebe diesen Nagellack. Leute, der hält über einer Woche. Ich hatte den gestern noch drauf und musste den leider entfernen, weil ich nichts mehr davon übrig hatte. Oh mein Gott, du machst mir so Angst. Du bist so meine Seelenverwandte. Oh mein Gott. Nee, ne? Ich wünsche dir viel Freude dabei. Ey, Leute, die hat mir einfach Real Technique Pinsel mit eingepackt. Schaut euch das mal an. Die hat mir einfach Real Technique Pinsel eingepackt. Ich heule gleich, ich komme nicht mehr klar. Boah, shit. Das ist zu krass. Das ist das beste Paket, was ich in meinem ganzen Leben bekommen habe. Wirklich. Ich habe schon einige Pakete bekommen, aber das ist das beste Paket, was ich je zugeschickt bekommen habe. Und was ist jetzt bitte das? Das hast du nicht gemacht. Nein, Schatz, das hast du... Oh mein Gott. Diese Frau hat mir einfach ein... Ich komme nicht klar. Ein Konturkit von Anastasia Beverly Hills mit angefangen. Scheiße, ist das krass. Ich komme nicht klar. Und dann ein Kiss steht da drauf. Ey, nein, Schatz, das hast du nicht gemacht. Ich habe einfach von Anastasia Beverly Hills ein Konturkit. Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, wie krass dieses Produkt ist? Ich wollte mir das immer bestellen und kam nie in die Pötte. Okay, Schatz, ich freue mich mega, aber du kriegst so Ärger von mir, dass du so viel Geld für dieses Paket ausgegeben hast. Du kriegst so Ärger von mir. Das war nicht nötig. Ich freue mich mega. Ich könnte sogar jetzt live vor der Kamera heulen. Okay, wenn ihr das Video seht, ist es nicht live, aber ich könnte jetzt vor der Kamera heulen. Vor Freude, aber trotzdem muss ich dir echt Ärger geben. Das ist so heftig. Boah, Leute, seit einem halben Jahr überlege ich mir dieses Konturkit. Seit es rausgekommen ist, überlege ich mir dieses Konturkit zu bestellen. Schatzi, ich schwör's dir, ne? Ich bin dir so dankbar. Das ist auch alles gerade, das sind echte Emotionen. Live, wirklich, wirklich meine erste Reaktion. Ich lasse es mal lieber hier drin, bevor es mir runterfällt. Und dann habe ich noch für besondere Anlässe. Okay, wir beide kennen die Story zu dieser Schokolade. Oh, danke schön. Amicellis, ich liebe die. Also, welche Schokolade von all denen hier liebe ich nicht? Schokobons, Cola-Kracher, Hanuta, Buenos, Amicellis. Ich werde voll fett. Alter, das ist so heftig. Das ist so heftig. Und jetzt noch etwas Süßes. Für süße, tolle Momente. Oh mein
Gott, du hast mir meine Lieblingsgetränke mit reingepackt. Dieses Paket, ne? Das hat die Kraft. Dieses Paket hat Magie. Ohne Mist. Ich bin sprachlos. Ich freue mich mega, mega, mega doll. Und, komm mal runter, Sally. Ehrlich. Mein Schatz, ich freue mich so riesig doll über diese ganzen Sachen, die du da reingepackt hast. Es ist nicht ein Produkt dabei, wo ich mir denke, dass ich es nicht gebrauchen kann. Ich freue mich so doll und ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll, weil ganz ehrlich, du hast so viel Liebe in dieses Paket gesteckt und ich hoffe, dass ich dir mindestens annähernd genauso viel Freude mit meinem Paket machen konnte. Ich liebe dich über alles, das weißt du, meine Seelenverwandte. Und sage dir auf jeden Fall vom Herzen Dankeschön. Und ja, ich hoffe auch euch da draußen hat dieses Video gefallen. Ich werde auf jeden Fall, nachdem die Kamera aus ist, mich diesen Produkten widmen und da ein bisschen dran rumschnuffeln und basteln. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch, teilt es und abonniert diesen Kanal. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, bin wirklich sehr, sehr emotional gerade und hab euch mega doll lieb.